mich sehr, Silja Graupe ansagen zu dürfen. Sie hier nochmal vorzustellen, wäre tatsächlich Eulen nach Athen zu tragen. Vielleicht wichtig zu erwähnen, dass in dem Kontext der Tagung, es wurde ja schon mal erwähnt, dass Sie der de facto Doktorvater deiner Dissertation eben Karl-Heinz Brodbeck ist. Mit einer Arbeit, die nach dem Ort der Ökonomie fragt, auch von dem Kontext der japanischen Philosophie, also das Interkulturelle, das ja schon im letzten Vortrag anklang, ist ja zumindest in der Person auch anwesend. Seit 2000 aufs Engste verbunden mit dem Projekt der Cusanus Hochschule. Silja, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir, Karl-Heinz, dass du uns die Gelegenheit gibst, hier gemeinsam ins Nachdenken zu kommen. Vielen Dank dir, Walter, für die Organisation der Tagung und alle, die geholfen haben. Vor allen Dingen vielen Dank dir, Madeleine, nochmal an dieser Stelle. Ich möchte zum Tod der politischen Ökonomie sprechen. Und wir haben ja gestern schon bemerkt, dass wir in der Cusanus Hochschule hier daran interessiert sind, sozusagen dann diese politische Ökonomie wieder aufleben zu lassen. Und es wird mir hier darum gehen, präzise im Anfang der neoklassischen Theorie darzustellen, wie die politische Ökonomie sozusagen getötet wird, im Sinne einer bestimmten Form der Entwurzelung, die ich deutlich machen möchte, und daraufhin zu sagen, was heißt es eigentlich in unserem Kontext heute, sie wieder zu beleben und dann auch adäquat zu erweitern. Der Begriff des Todes mag hier erstmal natürlich provokativ erscheinen, deshalb möchte ich eine einleitende Bemerkung machen, was ich dazu meine. Es wurde gerade erwähnt, dass ich von Hause aus Ortphilosophin bin, vor allen Dingen asiatischer Prägung, und ein Tod im japanischen Kontext wäre, wenn einem Ding oder einem Wesen sein Kontext geraubt wird, er also nicht mehr relational sozusagen eingebettet werden sein kann. Und diesen Tod möchte ich für die politische Ökonomie dahingegen zeigen, so meine These, dass es praktisch keinen kognitiven, keinen Ort sogenannter neudeutsch mentaler Infrastrukturen mehr gibt, wo die politische Ökonomie gedacht und verortet werden kann. Und ich werde mich hier vor allen Dingen auf den Begriff, den Sie gestern schon erwähnt haben, des Frames, also der kognitiven Deutungsrahmen, beziehen wollen. Dazu werde ich erstmal einführende Bemerkungen machen zu diesen mentalen Infrastrukturen, zu diesen Frames, sagen, was ist eigentlich ein Lebensraum für ein solches Konzept einer politischen Ökonomie, und werde dann in eine frame-semantische Analyse, den ganzen fachlichen Zeug ein bisschen wegzulassen versuchen, aber eine frame-semantische Analyse, Entschuldigung, einsteigen zum Begriff der politischen Ökonomie, zu ihrem Wissensverständnis, vor allen Dingen in ihren motivationalen Kontexten, am Beispiel der frühen Neoklassiker, einmal Walras und einmal Marshall, und dort zeigen, wie Walras noch möglich ist, eine politische Ökonomie in ihrer Pluralität zu denken, mit ganz unterschiedlichen Motivierungen des Wissens, also auf Seiten der Wissenschaftler, und wie er versucht, die Ökonomik als mathematische, da werden sich die Vorträge von Karl-Heinz und mir berühren, als mathematische Wissenschaft zusätzlich zu anderen Motivationen sozusagen dazuzustellen, und er dann noch sozusagen versucht, eine Pluralität der politischen Ökonomie zu denken, die aber schon eindeutig in Richtung Abwertung der vorherigen politischen Ökonomie zugunsten einer mathematischen Verständnis geht. Und wir werden dann sehen bei Alfred Marshall nur 10 oder 15 Jahre später, wie er es dann schafft, die beiden anderen Bereiche der politischen Ökonomie, die Wissenskulturen, der Ethik und der Ästhetik bzw. der Kunst komplett aus dem Wissenschaftlichen zu verbannen. Und dort ist das Zitat, ich glaube, du, Walter, hattest das gestern schon genannt, sondern sagt, wenn man diesen sozusagen Mord dieser Wissensräume vollzieht, sollte man doch die politische Ökonomie in Zukunft bitte nur noch Economics, das heißt Ökonomik, nennen. Und an diesem Punkt möchte ich diesen Vortrag bringen. Zuerst zu dem Thema
der Orte einer politischen Ökonomie. Wenn Sie in Lehrbücher gucken und auch andernorts, wird immer wieder auf diesen Begriff der Landkarte verwiesen. Ich möchte hier mit einem Zitat aus dem Lehrbuch von Varian anfangen. Zitat: In der Volkswirtschaftslehre entwickeln wir Modelle sozialer Phänomene. Unter einem Modell verstehen wir eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit. Die Betonung liegt hier auf dem Wort vereinfacht. Überlegen Sie einmal, wie nutzlos eine Landkarte im Maßstab 1:1 wäre. Dasselbe gilt für ein ökonomisches Modell, das jeden einzelnen Aspekt der Wirklichkeit zu beschreiben versucht. Die Bedeutung eines Modells liegt im Weglassen irrelevanter Einzelheiten, was der Volkswirtin erlaubt, sich auf das Wesentliche der ökonomischen Wirklichkeit zu konzentrieren, die sie zu verstehen sucht. Zitat Ende. Und diejenigen, die diese Lehrbücher kennen, das ist die einzige wissenschaftsphilosophisch-erkenntnistheoretische Vorbemerkung, die er macht. Und der nächste Satz ist: Da uns die Preise interessieren. Ja, und dann fängt er mit seinen ganzen Modellen an. Und das will ich jetzt ein bisschen kontextualisieren. Und das ist das, was mich an der frame-semantischen Analyse fasziniert, dass man sagt, wie kann ein Kontext entstehen, dass ein Lehrbuch auf seiner Seite 5 oder 3 sagen kann, da uns die Preise interessieren. Was ist der Kontext? Was will man wissen? Das ist nicht so sehr jetzt die Frage nach dem Erkenntnisobjekt oder Erkenntnisgegenstand, sondern nach der Motivation des Wissens. Ich finde es ziemlich interessant, dass diese Landkartenmetapher in meiner Wissenschaft rauf und runter immer wieder genutzt werden kann, ohne eigentlich mal in die Kartografie selbst zu gucken. Das wäre also auch ein Bereich, wenn wir schon von Transdisziplinarität reden, was ich jedem irgendwie empfehlen könnte. Landkarten als Abbilder zu bezeichnen, ist in der Kartografie ein absolutes No-Go. Landkarten werden als selektiv beschrieben, als hervorbringend und ähnliches. Und ich will Ihnen kurz mal eine Definition vorlesen. Eine Karte ist nach der Definition der Internationalen Kartografischen Vereinigung, ICA, eine versinnbildlichte Repräsentation geografischer Realität, die auf der Kreativität und den Entscheidungen eines Kartografen oder auch heute einer Kartografin beruht und bestimmte Aspekte und Charakteristika darstellt, um räumliche Beziehungen abzubilden. Von zentraler Bedeutung und so weiter ist die Historizität, die Rolle der Kartenproduzenten, der konstruktive Charakter von Karten und ähnliches. Ja, und es wird immer darauf hingewiesen, auf dieses Bündel von sozialen, politischen und moralischen und auch Einstellung von Macht und Gewalt. Ja, also Karten haben immer einen verführerischen Aspekt, einen gewaltsamen Aspekt, womöglich sie sind, so Zitat, rhetorische Bilder. Wir haben in unseren Modellen noch nicht mal eine räumliche Realität, die es abzubilden gibt, noch nicht mal dieser Bezug, sind also rein kognitive Entitäten. Und so das, was ich aus diesem metaphorischen Raum der Kartografie nehmen würde, ich sage, sie sind Konstruktion eines geistigen Raums, sie sind eine Orientierung in einer sozialen Wirklichkeit, die eben noch nicht mal materiell sozusagen erfasst sein kann. Was ich kritisiere und was wir in der Cusanus Hochschule insgesamt interessieren, dass Studierende der Ökonomie, damit zukünftige Forscher und Forscherinnen, aber auch Gestalter, Gestalterinnen der Welt, maximal auf bloße Konsumenten von solchen sozialen Konstruktionen reduziert werden und nie die Möglichkeit haben, überhaupt zu fragen, wie sind die geschaffen worden, was sind das für Orientierungs- und Deutungsmöglichkeiten, wie entscheide ich mich zwischen verschiedenen sozusagen sozialen Konstruktionen. Ja, und dass deswegen das, was hier in der Grunddefinition der Kartografie ist, dass wir nicht lernen, selber den kreativen Akt der Landkartenherstellung zu sagen, einzunehmen. Wie kommt man jetzt auf diese Karten? Wie gesagt, die Karten haben keinen räumliche, also wir haben kein räumliches Abbild, weil es nicht um die Erfassung von Räumen geht, wenn man von Thünschen Ringen oder irgendwie sowas jetzt gerade mal absehen mag, die ja nicht irgendwie sozusagen das Hauptgegenstand der Ökonomie bilden. Und in diesem Zuge, im Rahmen meiner Forschung, gehe ich auf diese Idee von Minsky, eines dieser Landkartenmodelle von Gedächtnis. Ja, also die Frage, wie wird unser Denken geleitet, ja, durch diesen, was
andere Autobahnen, mentale Infrastrukturen. Was sind sozusagen die Hauptbahnen des Denkens, Bahnen, Knoten, Netzwerke, auf denen sich in relativer Geschwindigkeit, vor allen Dingen im halbbewussten, unterbewussten Bereich, Denkvollzüge sich vollziehen? Ja, was sind diese eingespurten Wege und wie haben die sich sozusagen verändert? Ja, und ich nehme hier den Begriff auch von Minsky, der von epistemological commitments redet, die Busse ganz klar als sogenannte epistemologische Zwänge. Ja, also wie heute Karten nur noch ganz bestimmte Strukturen hervorheben, sagen, da sind irgendwie Sehenswürdigkeiten und was auch immer, sagen, was ist das, was unsere Wissenschaft sozusagen an einem gespurten Denken überhaupt nur noch ermöglicht. Und in diesem Bereich will ich Ihnen einen Ausschnitt vorstellen. Man könnte auch andere Ausschnitte nehmen und die im Rahmen der Frame-Semantik als die grundlegendste mentale Infrastruktur bezeichnet wird. Und das ist, für mich ist auch sehr interessant, in diese Richtung zu gehen, die Frage nach der Motive für das Wissen überhaupt. Wir sagen also, da uns die Preise interessieren, müsste die grundlegende Frage sein, warum? Warum interessiert es uns als Wissenschaftler, nur noch diese Frage stellen zu können und stellen zu wollen? Was haben wir sozusagen ansonsten im sprachlichen Umfeld im Ganzen sozusagen verloren? Und das erspare ich Ihnen jetzt an technischen Kompliziertheiten, die dann aus der fremdsemantischen Forschung kommen. Geht es jetzt mir darum, im Folgenden zu sagen, einzelne Wegstrecken und Knotenpunkte zu zeigen, in denen sich sozusagen dieses Wissen vollzieht. Und mir geht es um die Änderung von einer politischen Ökonomie, wie sie also vor 1870 sozusagen gewesen ist und dem danach. Und da wird die Rolle der Mathematik eine wesentliche spielen und eine wesentliche sein. Ich werde jetzt wie folgt vorgehen, dass ich auf zwei Texte oder Textpassagen eingehen will, wie gesagt, einmal von Leon Walras aus den Elementen der reinen Ökonomie und einmal aus Marshall's Principles of Economics. Ich will dazu eine Vorbemerkung machen, weil sie wichtig ist. Es geht hier bei der frame-semantischen Forschung nicht um vollkommen feste Strukturen. Es geht auch nicht um Kausalitäten, sondern es geht daran, in einzelnen Textpassagen deutlich zu machen, was Fragen und also mögliche Frageräume und was mögliche Antwortfelder sind. Die sind denn über Texte und Jahrzehnte dynamisch, aber um was es mir hier geht, das können Sie mir nur glauben, weil ich es Ihnen nicht zeigen kann, dass hier Positionen angesprochen sind, die bis in die Lehrbücher der Gegenwart hineinreichen. Also es gibt noch Variationen in diesen, aber es ist sozusagen ein einigermaßen stabilisierter Rahmen. Und dieser stabilisierte Rahmen ist über Kognition, der über Bildung, Paradigmen und so weiter vermittelt wird. Er hat aber natürlich überhaupt keinen gesetzmäßigen Charakter. Also man könnte anders denken, wenn wir anders denken wollten. Man merkt aber auch nur, welche sozusagen Netzwerke wir dafür wieder bräuchten. Ich komme zum Abschluss meines Vortrages nochmal dazu. Ich will Ihnen jetzt kurz nur aus den ersten Seiten von Leon Walras vorstellen, welches Bild der politischen Ökonomie er zu seiner Zeit entwirft, was er dann im nächsten Zug zu vernichten sucht. Ja, es geht nur um die einleitenden Kapitel, wo er versucht, seine Wissenschaft darzustellen und eine neue Form in die mathematische zu rechtfertigen. Und danach, das dauert irgendwie so, na immerhin bei ihm noch 25, 30 Seiten, und danach rechnet auch er nur noch. Ja, aber wenn wir sehen, wie das bei Varian, da brauchen wir halt eine Dreiviertelseite, dass das irgendwie klar ist, dass man nur rechnen muss. Und er hat immerhin noch am Anfang der neoklassischen Theorie, braucht man noch 30, 40 Seiten, um zu rechtfertigen, was man tut. Und das ist für die frame-semantische Forschung eben das Zentrale, dass man an die Punkte zurückkehrt, wo das, was heute völlig normal ist, noch erklärungsbedürftig gewesen ist. Ja, das heißt, es gab noch andere semantische Netzwerke, die langsam umgedeutet, umstrukturiert werden mussten. Ja, und deshalb halte ich auch eine historische Forschung, frame-semantische historische Forschung, für absolut wichtig,
um in den Kern, also in den grundlegenden Werken zu sehen, wie sich eine Wissenschaft neu konstituiert. Walras beschreibt nach der Motivation des Wissens gefragt zwei Bereiche, grob gesagt, die nebeneinander stehen. Politische Ökonomie ist für ihn der Gegenstand und das Ziel, wir kennen es, übernimmt er von Adam Smith, die Vermehrung des Reichtums, Vermehrung des Wohlergehens, Vermehrung des Wohlstandes und tatsächlich eine Wissenschaft, die für die Subsistenz, also für die grundsätzlichen Bedürfnisse sozusagen da sein soll. Und sofort unterscheidet er davon, also es ist ein Knoten, Social Wealth, also die Frage nach Reichtum, und er unterscheidet dann zwei Bereiche, es dürfte Ihnen bekannt sein, das eine Mal für das Volk, ja, also Wohlergehen, Wohlstand für das Volk, und das andere für den Staat, was hier aber also einmal als Staat, also als Gemeinschaft, als Commonwealth, wie es hier aus dem Französischen ins Englische übersetzt wurde. Es geht also darum, den Souverän einerseits und die Menschen andererseits zum Wohlstand zu verhelfen. Das sind für ihn zwei unterschiedliche Bereiche, und er zögert nicht in der politischen Ökonomie dieser Zeit, wo er auch mehrere Zitate von anderen bringt, dass er den einen Bereich als praktische Wissenschaft bezeichnet, die will ich nachher von der angewandten sozusagen abgrenzen, die er als eine Kunst bezeichnet. Das ist die Frage der Versorgung der Bevölkerung, zu dem dann Produktion, Landwirtschaft und Ähnliches zählt. Und der andere, wir kennen es, ist der Bereich der Ethik. Ja, also wir haben hier eine politische Ökonomie noch um 1870, die den Bereich der Kunst und der praktischen Wissenschaft auf der einen Seite hat und die Moral Science, also die Ethik sozusagen, auf der anderen. Und interessanterweise macht er überhaupt keinen Unterschied. Ja, wenn man das sich ja semantisch anguckt, das ist also ein Bereich, die sich immer wieder berühren von unterschiedlichen Knoten und Netzwerken. Ja, es ist ein semantisches Feld, man kann sich zwischen beiden entscheiden, man kann sich auch spezialisieren, aber sie sind in dem Sinne tatsächlich noch plural verfasst. Sie sind beide dafür da, als Ziel die Beratung, nicht interessanterweise des Volkes direkt, also keine direkte Befähigung der Bevölkerung, sondern es ist die Befähigung der Staatsmänner, Sie sagten das gestern schon noch, politische Ökonomie als eine Wissenschaft eigentlich der Regierenden und der Herrschenden, aber ihnen zu helfen, das Volk zu befähigen, sich zu ernähren und den Reichtum sozusagen zu vermehren. Und daran auch wichtig, ganz klar bei Walras, eine dialogische Wissenschaft. Man hat es mit Menschen zu tun, ich sagte das gestern schon, mit Politikern, die einen eigenen Willen haben und die man deswegen auch rhetorisch überzeugen muss. Also die Rhetorik gehört hier in die politische Ökonomie hinein. Ich lasse es bei diesem kurzen Bereich, den ich jetzt sage, ich sage es nur aus Framesemantischer, also nur das, was in der Deutung der Texte selber vorhanden ist. Ja, ob das jetzt kritisiert, ob das tatsächlich gemacht wird, das ist jetzt nicht sozusagen der Hintergrund, sondern nur das, was überhaupt an Bedeutungsnetzwerken konstituiert werden kann. Und jetzt ist interessant, also wir haben praktisch zwei Bereiche der politischen Ökonomie, nochmal gesagt, die Ethik und die praktische Wissenschaft. Und jetzt mir wird ganz deutlich, er reißt es nur noch mal kurz an, weil er diese beiden Bereiche rhetorisch abwerten will. Es geht ihm eigentlich nur darum, einen dritten Bereich sozusagen zu schaffen. Und nach all dem, was hier schon gesagt wurde, und Sie kennen es jetzt alle, ist es das Ziel, das rhetorische Ziel jetzt, oder das argumentative Ziel, die Ökonomie als reine Wissenschaft daneben zu konstituieren. Und das möchte ich Ihnen kurz zeigen, welche sprachlichen Strategien dahinter stehen, denen das tut. Er sagt, das andere, was er vorgestellt hat, die anderen beiden Bereiche, beruft sich hier auf Adam Smith, und er sagt, ist total schön, ist auch ganz toll, aber unvollständig. Ja, es ist also diese erste Argumentationsstrategie, es ist unvollständig. Warum? Weil es noch das Ziel der politischen Ökonomie als Wissenschaft im strikten Sinne
Ja, das ist jetzt also interessant für Walras, ist Ethik und praktische Wissenschaft noch Wissenschaft? Weil Marshall wird schon sagen, es ist gar keine Wissenschaft mehr, darauf komme ich. Ja, aber er macht jetzt sozusagen erstmal ein drittes Feld auf. Warum? Weil er weiß, dass die politische Ökonomie zu seiner Zeit sich noch nicht aufs Mathematische allein gründen kann. Ja, und wir werden gleich sehen, wie viele große Schwierigkeiten er hat, das zu tun. Wissenschaft, was jetzt sich auch durch andere Texte dieser Zeit, wie gesagt, eine Wissenschaft im reinen Sinne, im engeren Sinne, im wirklichen Sinne. Ja? Wie funktioniert das jetzt? Also wie kann man eine Wissenschaft im reinen Sinne sozusagen, ist erstmal, dass der Wille zur Beratung, zu regieren, zu herrschen fällt und die Motivation ist, die reine wissenschaftliche Wahrheit zu verfolgen und zu beherrschen, Zitat. Ja, das ist also, das tritt jetzt an die Stelle, sondern sagt, um was geht es einer Wissenschaft? Eine Wissenschaft, wie an späterer Stelle sagen wird, um ihrer selbst willen. Was soll das sein zu der Zeit, wo sie noch gar nicht richtig rechnen können? Und es ist jetzt eine Strategie der Negation. Politische Ökonomie ist nicht, was Adam Smith dachte. Ihr Interesse ist nicht, den Reichtum zu mehren. Ihr Interesse ist nicht, das zu tun. Ja, wir erleben jetzt erstmal, dass die politische Ökonomie als reine Wissenschaft sich argumentatorisch auf das andere noch abstützen muss. Sie muss es negativ sozusagen bewerten. Der nächste strategische Element einer solchen Argumentation ist, jetzt nicht verwunderlich zu dem, auch was Karl-Heinz gesagt hat, dass man Anleihen bei den Naturwissenschaften nimmt. Also ich nenne das so eine Art wie so eine Art Umtopfung. Ja? Also man reißt die vorherige politische Ökonomie aus ihrem ganzen semantischen Zusammenhang und pflanzt sie um in den Bereich der Naturwissenschaften. Das geschieht interessanterweise erstmal nur metaphorisch. Man sagt, also es kommt von Geodäten, es sind Bauingenieure, es sind Astronomen und so weiter, die jetzt dafür herhalten müssen, wenn gefragt wird, was tut denn so ein Wissenschaftler, was tut ein Ökonom, wenn er nur rechnet, wenn er reine Wissenschaft betreibt? Das weiß der Walras wirklich nicht zu beantworten. Er sagt, ja, das ist wie ein Geodät, das ist wie. Ja? Und die ganze Überzeugung, die rhetorische Überzeugung wird jetzt aus Beispielen aus den Naturwissenschaften übernommen. Interessanterweise traut er sich noch hier nicht, den Mathematiker zu nehmen. Das wird dann erst bei Jevons und so weiter der Fall sein. Was haben wir hier? Also erstmal sozusagen, was entsteht als Frame, der neben den anderen ist, die Motivation, Wissenschaft um ihrer selbst willen zu betreiben, das Ziel, andere Wissenschaften, Naturwissenschaften zu imitieren und dann als fernes Ziel, also oder noch fernes Ziel in dieser ersten Beschreibung, die reine Wissenschaft nach strikt mathematisch, naturwissenschaftlich mathematisch physikalischen Vorbild. Ja, das heißt, die Wissenschaft, und das ist das, was wir gestern ja schon besprochen hatten, was du, Lukas, auch gesagt hast, die Wissenschaft kringelt sich sozusagen in sich ein, sie wird selbstreferenziell. Sie tut es ihrer selbst willen und das Ziel ist nicht mehr ein ethisches oder moralisches Kriterium und auch kein praktisches, sondern wie er schreibt, eine Wissenschaft um ihrer selbst willen und als Kriterium tritt die Richtigkeit oder Wahrheit jetzt an die Stelle. Was wir vorher hatten, ist interessant, was Sie, Herr Duchow, gesagt haben, wir haben bis 1870 hier noch die Idee der Kriterien der Fairness und der Gerechtigkeit und des Nützlichen im Sinne des Lebensdienlichen, die als Wissenschaftsideale gegolten haben, werden hier jetzt durch die Wahrheit sozusagen ersetzt. Daran ist interessant, ein Schwenk zu Thomas Kuhn, Frage der Paradigmenwechsel, dass hier etwas passiert, ich versuche das auch grafisch darzustellen, habe es aber heute nicht mitgebracht, dass wir vorher ein Netzwerk hatten der Ethik und der Kunst oder der praktischen Wissenschaft, die in sich vernetzt waren, die verschiedene mentale Infrastrukturen geteilt haben. Und was Walras und die Neoklassiker schaffen, ist ein komplett in sich geschlossenes Wissenschaftssystem, was eingebettet ist, nur noch in Bezüge zur Naturwissenschaft herzustellen. Das heißt sozusagen, wenn man diese Idee der Autobahn nutzt, wenn man einmal eingespurt ist auf diesem Bereich der reinen Wissenschaft, man kommt nicht mehr rüber. Es gibt einfach überhaupt gar keine Bezüge mehr.
Ja, es ist ein komplett eigenes semantisches Netz, was da gesponnen wird. Da sind unterschiedliche Strategien, die haben, ich will es nur hier kurz erwähnen, eine hatte ich schon gesagt, dieses sogenannte Reframing oder Rekontextualisierung. Man nimmt nur noch Anleihen bei den Naturwissenschaften, das sehen wir heute in den Büchern, in den Lehrbüchern. Man hat überhaupt keine Bezüge mehr heute, zum Beispiel, wenn einführende Lehrbücher zur Ethik oder auch zu Fragen der praktischen Wissenschaft. Zweite Strategie, die sich beobachten lässt, ich hatte es auch schon gesagt, ist die Abwertung der bisherigen Tradition. Man kann sich noch nicht aus sich selbst begründen, sondern man muss scharfe Abwertungsstrategien sozusagen zu fahren, vor allen Dingen gegen die so wörtlich wirre Sprache, der Alltagssprache, die man sich bedient, und dann die Reinheit der mathematischen Sprache daneben gesetzt wird. Und eine andere Perspektivierung, was wir schon bei Ludwig Fleck und der Frage der Denkstile sehen, dass natürlich klar ist, wenn ich die Perspektive eines Strebens nach rein mathematischer Wahrheit voraussetze, dass dann eine Kunst und eine Ethik einfach nur noch verlieren kann, weil sie einfach gar nicht die Ziele hat. Also man beschreibt nicht mehr die unterschiedlichen politischen Stile der politischen Ökonomie nach ihren je eigenen Zielen. Man setzt das eigene Ziel als gegeben voraus und wundert sich dann immer, dass man als Sieger sozusagen hervorgeht. Und die vierte Strategie, ich will es hier nur erwähnen, wenn man auch bei Kuhn guckt, wäre natürlich, wie schafft man mentale Infrastrukturen zu stärken, indem man alternative Praktiken schafft. Derjenige, der nur noch rechnet, wird sich nur noch in dieser Struktur auskennen, auch wenn er die eigentliche Motivlage gar nicht mehr ausdrücken kann. Ich will jetzt kurz darauf eingehen noch, was passiert jetzt bei Marshall und dann im Nachfolgenden bei Jevons und weiteren mathematischen Ökonomen. Ich will hier nur zwei Sachen kurz deutlich machen. Und das erste ist eine interessante Idee, dass das, was vorher politische Ökonomie war, praktische Wissenschaft und Ethik, in einem radikalen und ich finde unglaublich guten strategischen Sinne nicht mehr jetzt nur Wissenschaft im nicht strikten Sinne ist, sondern schlicht und ergreifend aus dem Wissenschaftlichen ausgeschlossen wird, indem man es in den Alltagsverstand abschiebt. Ja, das sind jetzt also die ganz starken, man versucht jetzt nicht mehr drei unterschiedliche Zweige, sondern man sagt einfach, das ist nichts. Also man kann das machen, man kann auch über ethische Fragen nachdenken, aber es ist eigentlich nur noch sozusagen Alltagsverstand. Und die andere Strategie ist auch hier deutlich, man sagt, man versucht zwar den Menschen in seinem Alltagsleben zu beschreiben, aber man nimmt als Kernbestandteile nicht mehr die Fragen nach Reichtumsvermehrung, also politische Ziele, sondern nur noch das Geldmotiv und die Preise. Warum? Weil man sonst nicht rechnen kann. Also hier ist schon sedimentiert, wie man das sagt. Wir beschäftigen uns interessieren nur die Preise, nicht weil es das wichtigste Phänomen einer kapitalistischen Gesellschaft ist, sondern weil wir sonst nicht rechnen können. Ja? Und das finde ich erstaunlich, dass diese Motivlage, die eindeutig Frame-Semantisch aus diesen Texten zu lesen ist, heute komplett so sedimentiert ist, dass doch Leute tatsächlich in Lehrbüchern rauf und runter behaupten, wir würden uns mit Preisen beschäftigen, weil es das wichtigste Phänomen ist oder aus welchen Gründen auch immer. Aber dass dort eine wissenschaftliche Motivierung zugrunde liegt, praktisch keinem einzigen Studenten als solchen mehr oder als solche Grund mitgeteilt wird. Man sieht an dem, wie sich jetzt Frame-Semantik verfestigt, noch in einem weiteren Sinne, dass die Idee, was das Vorbild ist, ist jetzt zum Beispiel kein religiöses oder Motiv mehr, sondern dass Marshall jetzt nicht nur sagt, Naturwissenschaften im Allgemeinen. Für ihn ist es völlig klar, das Beispiel, die Notwendigkeit, also das Ziel ist, eine Sozialwissenschaft nach naturwissenschaftlichem Vorbild zu betreiben. Und er splittert jetzt nur diese Vorbilder unendlich auf, während wir vorher metaphorische Anleihen einfach nur vage sozusagen beim Geodeten und so weiter, bei Walras hatten. Kennt ihr jetzt schon die Analogien zur Biologie, zur
unterschiedlichen Formen der Mechanik und so weiter. Und das sehen wir jetzt ja auch als Strategie. Du hattest das, Karl-Heinz, ja auch gesagt, man kann halt immer noch weitere Beispiele von Naturwissenschaft finden, aber dass man Naturwissenschaft sein will, diese Frage ist eigentlich sozusagen schon erklärt. Was hier also passiert, ist, dass der ursprüngliche, man sagt Framesewandsch, der ursprüngliche Knoten der politischen Ökonomie, die sich in drei Bereiche aufteilen kann, dass es das sozusagen überhaupt nicht mehr gibt, schon in den Textgrundlagen bei Marshall nicht, sondern dass es einzig darum geht, es nur von vornherein sozusagen die Ökonomie nur mit diesem Zweig des Wissens zu verbinden, der auf Mathematisierung, auf Wissenschaftlichkeit um ihrer selbst willen sozusagen strebt. Und damit komme ich auch zu dem Abschluss dieser Analyse. Ich zitiere es jetzt hier auf der Seite der Principles 53, dass er jetzt dann, also er Marshall, auch die rhetorische Strategie vorschlägt, die politische Ökonomie als Begriff sozusagen zu killen und einen anderen, ein Kunstwort an seine Stelle zu setzen. Ich zitiere, but it, economics, shuns many political issues which the practical man cannot ignore and is therefore a science pure and applied rather than a science and an art and is better described by the broad term economics than by the narrow term political economy. Also in dem Moment sozusagen ist das weg und was er jetzt damit macht, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, ist, dass er die praktische Wissenschaft, die bei Walras noch parallel zur Ethik und zur reinen Wissenschaft lag, jetzt nachlagert als angewandte Wissenschaft. Ja, und das halte ich total auch zentral für das, was wir hier an der Cusanus-Hochschule machen. Wir sagen, es geht nicht einfach darum, erst Mathematik zu machen, reine, um sie dann in die Welt anzuwenden, sondern es geht darum, eine praktische Wissenschaft wiederzubeleben, die sich unmittelbar mit lebensweltlich, politisch bedeutsamen Phänomenen beschäftigt und nicht erst nachgelagert zu einer mathematisierten Wissenschaft wirkt. Vielleicht für Sie, Herr Duchow, noch interessant, dass diese praktische Wissenschaft das ist, was komplett verloren geht, was überhaupt nicht mehr erwähnt wird in Texten, die dem nachgelagert sind und das Kampffeld nur noch ein Dualismus ist zwischen Ethik und reiner Wissenschaft. Und das haben wir heute auch noch, normativ und positiv, aber die Idee, dass wir eigentlich eine praktische Wissenschaft verloren haben, die sich um die Lebensgrundlagen der Menschen kümmern soll, die ist vollständig verloren gegangen. Damit möchte ich auch abschließen oder zurückkommen auf die Frage, warum interessieren wir uns für diesen Begriff der politischen Ökonomie? Es hat eine historische Bewandtnis, natürlich erstmal eine kulturgeschichtliche, die wir hier stark machen wollen. Sie sagen, wir müssen vor diesen Punkt dieses Todes zurück, wo, also genau den Satz, wo ich hier zitiert habe, wir sagen, wo es nur um diese reine, nach reinen Wissenschaftskriterien formulierte Ökonomik geht, die nur nach rein wissenschaftlicher Wahrheit strebt. Und dass wir mit diesem Begriff der politischen Ökonomie erstmal deutlich machen wollen, dass wir diese Entwicklung für verfehlt halten. Also sozusagen präzise an den sprachlichen Punkt, an den semantischen Punkt zurückgehen und sagen, dort ist noch etwas gewesen, bei aller Kritik, die es irgendwie haben konnte, das aber eine Fehlentwicklung sozusagen rückgängig machen kann. Deshalb sagen wir auch, das sind die beiden Kernbereiche der alten politischen Ökonomie, praktische Wissenschaft in dem Sinne, wie ich es genannt habe, und moralische Wissenschaft zu sein, Ethik. Und was uns jetzt beschäftigt in der Neudefinition der politischen Ökonomie, sagen wir, können ja nicht wieder zurück ins 19. Jahrhundert zu sagen, sondern wir brauchen zumindest noch zwei Elemente dazu. Das heißt, die Ökonomik, diese mathematische Wissenschaft, in ihren Folgen für die Lebenswelt und in ihren Folgen für die Politik zu verfolgen, ja, also nicht einfach rauszulassen, sondern einzubetten und zu sehen, wo sie lebensweltliche Auswirkungen hat. Das wäre für uns der Bereich der kritischen Wissenschaft. Und dann, du sagtest das, Stefan, schon gestern in der Diskussion, dass wir diese Frage, die drängende Frage, die natürlich auch damals schon drängende war, aber jetzt weit auch über diese Frage Subsistenz, Reichtum für Menschen hinausgehende Fragen nach den großen transformativen Aspekten der transformativen Ökonomie,
das für uns immer auch ein politisches oder wie gesagt, ein demokratisches oder ein Anliegen der Polis sozusagen sein muss, um uns in Verantwortung für Welt und für Mensch damit zu beschäftigen, wie wir viele Dinge, die diese Ökonomik und die Herrschaft des Geldes, die wir in vorigen Vorträgen gehört haben, eben auch tatsächlich transformieren und verändern können und das auch wieder mit einem ethischen Anliegen und einem praktischen Anliegen der ursprünglichen politischen Ökonomie zu verbinden. Vielen Dank. Kulminiert. Wir hatten da vorher schon ein bisschen hier bilaterale Gespräche gehabt im Anschluss an die Diskussion von Karl-Heinz Brodbeck. Ein gewisser Mythos einer Superiorität der Zahl, einer Superiorität des Abstrakten, beziehungsweise des Logos, was jetzt auch interessant ist mit Blick auf die kulturhistorische Analyse von Herrn Lucho. In dem Sinne vielen Dank dafür, dass du das auch nochmal sozusagen mit unserem Gegenstand hier der Wirtschaftswissenschaft eingebettet hast in die vorherigen Vorträge. Besonders interessant sozusagen für die Weiterentwicklung, auch die Beschäftigung mit unserer Wissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, scheint mir aber eine andere Frage zu sein. Und zwar hast du am Anfang von einer Pluralität der politischen Ökonomie, insbesondere auf der motivationalen Ebene gesprochen. Und das wäre sozusagen ein roter Faden, den ich gerne aufnehmen würde. Also kannst du vielleicht ein bisschen noch darauf eingehen, wie das Verhältnis dieser Pluralität, dieses Binnenverhältnis der Pluralität in der politischen Ökonomie ist, weil das ja eine große Frage auch der pluralen Ökonomik ist, wie steht das sozusagen zueinander? Und dann würde mich, das ist damit sehr verbunden, interessieren, ob du in deiner Forschung dem Wahrheitsbegriff dieser politischen Ökonomie etwas auf die Spur gekommen bist und ob du das noch einmal mit uns kontrastieren könntest mit dieser Idee einer reinen Wahrheit. Ich denke, das ist ein zentrales Beispiel für diese Dynamik oder dieses Spannungsfeld, was uns hier auch heute beschäftigt. Was wir auch vielleicht so als Auftakt. Ja. Danke, Therese. Darf es tun? Möchtest du gleich? Ja, es wäre wahrscheinlich ganz, genau, ist ein kleiner Fan. Ich wollte erstmal nur sagen, dass das, also zumindest jetzt von denen der Textbasis, die ich habe, dass der Wahrheitsbegriff als Kernbestandteil der politischen Ökonomie meines Erachtens tatsächlich mit der Wissenschaftlichkeitsfrage zusammenfällt. Und wir vorher, also wo Walras das gegenüberstellt, eben diese Frage Gerechtigkeit, Fairness, auf der einen Seite praktisches, dienliches, nützliches, aber nicht im neoklassischen Sinne nützlich, also maximierenden, sondern eben lebensdienlichen, und dass das als drittes Kriterium sozusagen aufgenommen wird und deswegen von vornherein in diesem Kontext des Naturwissenschaftlichen, also der Richtigkeit, also der formalen Richtigkeit sozusagen gestellt wird. Das mag aber jetzt auch diesem begrenzten neoklassischen Kontext sozusagen irgendwo geschuldet sein. Ja, und diese Pluralität der Motivierung finde ich in dem Sinne interessant, weil wir hatten ja auch diese Frage des Lebensweltlichen, dass wenn man jetzt auch in Texte vorher guckt, aber John Stuart Mill oder so, das ist irgendwie dieses, eine Frage eines politischen, gestalterischen Anliegens, eine sehr starke Methodenpluralität und eine fast fraglose, also das Zusammenbinden unterschiedlicher ist hier das dem Wissensformen und Erkenntnishintergründe, die noch wie selbstverständlich miteinander verbunden werden und auch als solche nicht so wirklich reflektiert. Ja, also diese Frage der Methodenpluralität, die uns verloren gegangen ist, im Hinblick auf einen im Dialog mit Gesellschaft, anderen Wissenschaftlern und Herrschenden zu entwickelnden, wie selbstverständlich in Anschlag gebracht wird. Ich glaube, da wird noch genau viel Forschungsarbeit zu leisten sein. Wie wird das genau gemacht? Also wirklich im praktischen Sinne, wie schreibt ein John Stuart Mill, mit welchen Quellen und so weiter? Wie werden diese Analysen gemacht? Es ist eine Frage, die für mich stark mit der Frage der Subjektivierungsforschung des Ökonomen zusammenhängt,
zu sagen, wie armselig macht sich der Ökonom, Sie hatten es ja gestern auch so ein bisschen beschrieben, zu sagen, um selber, also wie armselig wird er, damit er den Menschen nur noch als formelbrechend beschreiben kann. Und ich sehe das mittlerweile wie so eine strukturelle Idee, also wie eine Parallelität. Ja, also der Wissenschaftler entblößt sich seines eigenen Wissens, seiner eigenen Urteile, damit er den Homo economicus also auch nur noch einen Menschen erkennen kann, der ihm völlig ähnlich ist, der nämlich auch nur noch aus Formeln besteht. Ja, und das würde ich mir dann gerne vor dieser neoklassischen Periode angucken, also ich würde mal sagen von 1750 bis 1890 oder so, wie, welches Reichtum des Selbstverständnisses des Ökonomen, also wer war man als Mensch in seinen lebensweltlichen Bezügen, mit wem hat man selbstverständlich verkehrt und so weiter, um dieser Frage der Pluralität auch noch besser auf die Spur zu kommen. So, hagelt es, Klaus Thomas Berger. Gut, zwei Fragen. Das eine ist, wenn du sagst, Ökonomie als reine Wissenschaft bei Walras, kann man das wirklich so sagen? Im Sinne von, das Kriterium des Nutzenoptimums ist immer Teil seiner Modellbildung. Ist das nicht eine ethische Frage? Oder ein ethisches Kriterium, was dahinter steht? Also ist nicht das, was er macht, auch selbst ein sehr enges, sehr utilitaristisch definiertes Modell, aber trotzdem immer auch ein ethisches Modell? Kann ich das wirklich ganz davon trennen? Und das Zweite, ich finde diese frame-semantische Analyse ja ungeheuer spannend und interessant, weil sie wirklich in Richtung Kontext fragt. Die Frage ist natürlich nur, wie weit geht man da oder wo setzt man die Grenze von solchen Forschungen? Ich hatte das Gefühl, du hast jetzt relativ eng gezogen innerhalb der bekanntesten oder das bekanntesten Werks von Walras selbst. Das ist ja nur eine unter ganz vielen Schriften, die er veröffentlicht hat. Er hat ja ganz viel veröffentlicht, auch zu mehr sozioökonomischen Fragestellungen. Und es gibt ja von seiner Person, von seinem Herangehen auch, soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe mich mal vor 10 Jahren ein bisschen mehr mit Walras beschäftigt, oder so ein paar Sachen sind hängen geblieben, auch, sagen wir mal, sowas wie eine Selbstdefinition von ihm als liberalen Sozialisten. Und er hat ja versucht, auch mit dieser quasi wissenschaftlichen Fundierung einen bestimmten Streit innerhalb der Sozialisten zu schlichten. Kann man das rauslassen? Kann man rauslassen, dass er eine in dem Sinn auch ganz praktisch politische Motivation hatte, um diesen Schritt zu gehen, ist das nach der anderen Seite unabhängig davon, dass Walras ja auch bei den Sozialisten später, Cowles Commission, nur als wieder aufgegriffen wurde. Also, wie weit zieht man den Frame, um das Ganze zu problematisieren? Also, glaube ich, kurz, weil noch andere Sachen ist, also ja, wenn man nur sich einschränkt als Wissenschaftler, Wahrheit im Sinne der Richtigkeit zu suchen, ist das ein ethisches Kriterium, das würde ich mitgehen. Genau, aber es ist die Frage, also was mich hier jetzt sozusagen frame-semantisch interessiert, ist das, was ist an Selbstreflexion möglich? Ja? Und da ist diese implizite Ethik, von der dann Karl-Heinz spricht, sie ist nicht in diesem Sinne. Also er sieht, dass er eine Entscheidung trifft und dass eine Entscheidung zu treffen ist, nach welchem Kriterium, aber mehr auch nicht. Ja, nur das sozusagen mache ich sichtbar. Und das andere ist, danke, dass du das fragst, mir geht es nicht um die Erforschung der Komplexität von Walras, sondern es geht mir um die Erforschung der Denkgrundlagen, warum kann in einem Lehrbuch heute stehen, warum die Preise uns interessieren. Es geht mir sozusagen um das minutiöse oder millimetergenaue Nachvermessen, was irgendwie mich seit 18, 19 Jahren sozusagen interessiert, seit meiner Promotion, das, was heute gedacht wird, aber man nicht mehr weiß, worauf es gedacht wird, also den Ort vergessen hat, diesen Ort zu vermessen. Und eine andere Arbeit wäre zu zeigen, dass gerade diese Menschen am Anfang interessanterweise zwar diese kognitiven Strukturen sehr klar artikulieren können, aber auch genau deswegen, oder ja, also
meine These genau deswegen, nicht darauf beschränkt sind. Weil sie aus einem weiteren Kontext kommen, können sie diese Strukturen als solche noch beschreiben. Ja? Und mir geht es sozusagen um diese Sedimentschichten, die wir heute diese mathematische Wissenschaft haben und bis ins Netzwerk plurale Ökonomik. Ja, wir hatten sie gestern gesagt, das Politische ist irgendwie komisch und da fühlen wir uns nicht wohl. Also darauf geht es mir. Und da würde ich schon stark machen, dass, was die Frame Semantik Institute sagt, dass uns beispielhafte Texte, weil wir meinen, dass wir sie verstehen können, mehr Preis gibt als nur über den Autor und weit über die eigentliche Textstelle hinausweist. Aber das ist die These der Frame-Semantik, sonst könnte man ja nicht an so kleinen Textteilen da rumfuddeln und meinen, man hätte irgendwas über Welt verstanden. Also die These, glaube ich, müsste man damit gehen. Meine Frage knüpft an die erste Frage von Ihnen an, und zwar die Frage, was passiert mit der Technik? Und man könnte sagen, dass dieser Dualismus, den Sie beschrieben haben, quasi fortgesetzt wird in die Ethik hinein. Also in meinem Bereich kommt das vor allen Dingen bei Weber, Max Weber. Ne? Also das heißt, Verantwortungsethik und Gesinnungsethik wird dann daraus gemacht, wobei die Verantwortungsethik sich bezieht auf seine Vorstellung der eigengesetzlichen Lebensbereiche. Das heißt, man muss einfach den Gesetzen folgen, wo man es Hayek dann die Demut gegenüber dem Markt macht. Und Franz Hinkelammer hat das in dieses schöne Bild gefasst, ja, dass diese Art von Rationalität gebunden mit dieser mechanistischen Ethik, wenn man so will, ja, praktisch im Bild gefasst werden kann mit zwei Männern, die auf zwei Baumästen sitzen und darum konkurrieren, wer die schärfste Säge produzieren kann und wer am schnellsten den Ast absägen kann, auf dem er sitzt. Also das heißt, die Doppelheit dieser Ethik, das heißt, es muss im Ethischen, anschließend an die Überlegung, denke ich, auch nochmal überlegt werden, wie dann entsprechend diese Entbettung der Ethik aus der Politik, ja, rückgängig gemacht werden kann. Das also das Ethik in diesem traditionellen Sinne nicht auf einfach dezisionistische Entscheidungen hinausläuft, ne? Und das andere sozusagen die selbstmörderische Eigengesetzlichkeit einfach nur fortsetzt. Und das finde ich jetzt immer in dieser Fremdsemantik, ich hatte das schon gesagt, dass sie eben nicht einfach jetzt eine feste Struktur vorgibt, sondern eine Kreativität, die sich über einen bestimmten Kern dreht. Und was man eben jetzt vor 1900 sieht, dass die Ethik sozusagen noch das Feld ist, woraus man erstmal die Mathematik begründen muss. Sie ist das stabilere Feld, das ist Moral Science, das ist das, was man irgendwie kennt. Dann stabilisiert sich diese Mathematik im Umraum der Naturwissenschaften, der ansonsten überhaupt nicht begriffen ist, würde ich sagen, als ja Karl-Heinz gesagt. So, und dann fängt man an, man braucht die Ethik nicht mehr. Und dann wird sie erstmal in den Alltag abgeschoben. Also man sagt, die Wissenschaftler haben nicht mehr Intuition, also man kann ethische Intuition haben, aber nicht mehr als irgendjemand anders zu sagen. Und dann wird zusätzlich, das glaube ich nach dem, was Sie fragen, denn in späteren Schriften, wird genau wie die angewandte die praktische zur angewandten Wissenschaft, wird die Ethik etwas Nachgelagertes. Also wir müssen sozusagen erstmal durch diese Morallosigkeit durch und alles mit Zahlen und Daten und Fakten und dann entsteht halt wieder auf der anderen, also es wird nachgelagert. Ja, und dadurch sieht man, wie sich immer weiter diese Naturwissenschaftliche als einziges auch in der Bildung dann sozusagen verfestigt. Und die ganze Frage der Auswirkungen oder der eingebettet seid in ein moralisches, kann gar nicht mehr beantwortet werden, weil man ja erstmal Wissenschaft um ihrer selbst willen macht. Ja? Und das ist eine implizite Ethik, sich dafür zu entscheiden, das wird aber nicht verstanden. Und dadurch kommt auch jetzt diese ganze, wo Sie ja wahrscheinlich auch Land auf mit Land ab konfrontiert sind, dass man sich in diesem Bereich nicht mehr wohlfühlt. Man hat ja nicht mehr als so einen Alltagsverstand. Man kann auch nicht mehr sagen wie einer am Stammtisch. Es hat überhaupt gar keine wissenschaftlichen Kriterien mehr. Es hat keinen eigenen Anspruch mehr. Ja, und das ist das, was man dann, glaube ich, auch heute wieder bis ins Netzwerk und so weiter sieht. Wir haben dafür keine eigenen Kriterien, wir haben kein Selbstverständnis als Wissenschaftler, wogegen wir angehen wollen mit dieser Frage einer neuen politischen Ökonomie. Sagen, es hat einen Eigenwert, einen Eigenstellenwert und kann nicht nachgelagert oder eben aus dem Wissenschaftlichen abgeschoben werden. Also ich gebe Ihnen recht, aber das sind einfach noch Strategien dahinter, wie das zustande gekommen ist. Ich gebe Ihnen ja völlig recht, ich wollte im Grunde genommen Ihr Argument verstärken, nochmal in die Ethik hinein. Ja. Karl-Heinz Rubrik, Birgit Bidart.
und dann gibt es Mittagessen. So, dein Abschlusswort und dann gibt es Mittagessen. Das heißt, ich fasse mich sehr kurz. Nein, das macht uns gar nichts. Aber. Kurz dann einfach zu dem noch aufgreifen. Ich meine, wie lautet denn der Titel seines Hauptwerks? Ikonopyl. Ja? Also er hatte den Anspruch. Er hat ein Argument. Du hast gesagt, wie kann man so schnell wie Marion zum Preis übergehen? Ja? Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Walras hat dafür später ein Argument gefunden, eine andere Schrift, in seiner Welt, das kurze Hinweis über die Welttheorie. Und da schreibt er mal, ich habe es irgendwo zitiert, aber lassen wir es. Er fasst so zusammen, er sagt, wir müssen Mathematik anwenden, denn wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das aus Quantitäten besteht. Das heißt, die tauschen, das ist ein objektives Phänomen. Ja, da sagt er, da fließt schon noch irgendwas ein, aber es, als Phänomen, wenn getauscht wurde, ist ein rein quantitatives Phänomen. Und diese Tatsache berechtigt mich, ja, zwingt mich dazu, Mathematik anzuwenden. Also das ist seine Idee, das ist die vollkommene Verdingung und das ist natürlich ein furchtbarer Fehlschluss. Das ist ein Fehlschluss, der bis heute immer noch funktioniert. Ich nehme den Walras durchaus jetzt mal ernst und sage, wenn ich mit ihm reden würde, sag mal, ja, es gibt quantitative Verhältnisse, aber diese quantitativen Verhältnisse sind hergestellt durch menschliche Entscheidungen oder menschliches Handeln. Und das ist etwas, was die Grundlage bildet für diese ganzen Quantitäten. Das siehst du bei Spekulationen und so weiter und beim Falschen. Also die sind nicht einfach gegeben, anders wie in der Natur. Da kann ich messen, dass die Lichtgeschwindigkeit, Punkt. Ja, das ist eben da nicht so. Das ist ein klassischer Fehlschluss. Ja. Zweite Bemerkung noch kurz. Zielrichtung, was will eigentlich die Wissenschaft erklären, wen will sie ansprechen? Du hast praktisch auf Common Sense hingewiesen bei Marshall, ja, dass man sie, die Ethik, sagt man, das ist irgendwie im Common Sense, und das war damals ein wichtiger Punkt. Bei Thomas Huxley habe ich das entdeckt in seiner Presidential Address, da sagt er mal, ja, die Wissenschaft ist eigentlich nur Common Sense ein bisschen organisierter. Also diese Vorstellung, dass diese Wissenschaftlichkeit, die Science oder Economics, dass das eigentlich in der Gesellschaft schon drinsteckt, ja, wir holen es nur irgendwie neu heraus, das hat sich in vielen Disziplinen gleichzeitig ergeben. Das fand ich sehr interessant. Letzte Bemerkung, Frage ist, wer ist die Zielgruppe? Also mit wem, an wen richten sich die Gruppe? Was wollen sie eigentlich erklären? Der Walras war noch ein bisschen interessiert, der hat sich für andere interessiert und war so ein halbphysischer Sozialist, wie auch Mill, über seine Frau natürlich nur, war er so noch so ein bisschen sozialistisch angehaucht. Der Sozialismus hat eine wichtige Rolle gespielt. Gossen zum Beispiel hat seine naturalistische Theorie als gegen die verrückten Ideen der Kommunisten stehen, ausdrücklich bei Gossen drin. Ja. Das war eine Anti-Schrift. Der Punkt, heute die mathematische Ökonomie, die hat durchaus noch eine Zielgruppe, aber natürlich nicht die Bürger, nicht die Öffentlichkeit, nicht den Staat. Die ist ganz, ganz eng konzentriert auf die Finanzmärkte. Und die wollen eigentlich nur den Bankern was erklären, den Hedgefonds was erklären und den Modelle liefern. Das ist die erklärte Absicht. Ja. Und das ist was völlig Neues. Also, dass man jetzt nur noch die herrschende, winzige, kleine Clique anspricht und sagt, diese Elite sprechen wir an durch unsere Modelle, die verstehen es auch, ihr drumherum, die ganze Kritik interessiert uns doch überhaupt nicht, weil die nutzen sie ja auch. Ja, die nutzen sie auch. Es ist ja nicht so, dass diese Theorie nicht genutzt wird. Ich sage nicht, dass sie sie nützen im erklärenden Sinn, sondern sie wenden es an und schaffen Wirklichkeit. Die schaffen Wirklichkeit dadurch, dass sie es einfach anwenden. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja. Möchtest du? Oder ich bin nur zu dem einen der Frage der Preise. Ich habe ja hier nur diesen motivationalen Kontext hergestellt. Dahinter kommt der inhaltliche. Also warum nimmt man jetzt genau das? Und was ich interessant finde in der Forschung, dass die Begründung, warum eben Tausch und dann diese Preise, sogenannte semantische Löcher aufweist. Also genau das ist nicht erklärt. Das, was eigentlich der Kern ist, wo man sagt, da müsste jetzt ja mal eine Erklärung kommen,
ist einfach eine Leerstelle. Sie wird nur gefüllt, indem man sagt, es ist nicht das, es ist nicht das. Aber man kann diesen eigentlichen Punkt in all diesen Werken, also in diesen Hauptwerken, nicht wirklich begründen. Es wird verfestigt sich dadurch, dass es dann alle tun, aber eine eigentliche Begründung findet sich nicht. Das fände ich immer noch mal spannend. Da müsste man aber in die inhaltlichen Frames reingucken. Das hat aber Balras genau versucht, indem er sagt, quantitative Phänomene. Also der hat vielleicht das Loch ausgefüllt. Wo? Er hat es versucht. Herr Bredat. Ja, ein Autor wäre vielleicht ganz hilfreich, so in der Brücke, der Vater von Keynes. Keynes Senior. Der ein Buch geschrieben hat, Economic as an Art and as a Science, wo genau dieses sozusagen kalibriert wird, oder zu kalibrieren versucht wird. Warum Science? Also das ist ein völlig neuer Begriff für die Ökonomie in der Zeit. Warum? Weil sie eine sich als Gesetzeswissenschaft verstehen möchte. Wir haben überhaupt keine Ahnung von Naturwissenschaft. Aber das Gesetzeshafte, die gesetzeshafte Formulierung des sich selbst als System formierenden Marktes oder der Ökonomie. Das ist der Punkt. Und deswegen ist der Mensch auch sozusagen nur ein Operator innerhalb dieser Systemkonfiguration. Also der wird jetzt psychologisch gar nicht gefasst, obwohl es natürlich alle möglichen Versuche gibt, Rationalität da auch psychologisch zu begründen. Und dieses Moment, das sollte man vielleicht nochmal untersuchen daraufhin, dass dahinter steckt eine naturalistische Ontologie. Nämlich, dass das Ökonomische im gewissen Sinne immer schon gegeben ist in seiner Prozess, in seiner Struktur. Und Wissenschaft ist, das zu erkennen. Jetzt kommt die Erkenntnis, die epistemologische Frage des Erkennens von etwas, was schon ist, wo Sellers sozusagen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist ja genau der Mythos des Gegebenen. Als ob immer schon was gegeben ist und nicht konstruiert ist, also nicht gemacht ist. Und dieses zu erkennen, ist gewissermaßen Wissen, das wird dann zur Wissenschaft und dann benutzt man natürlich, weil es ja Gesetze sind, Rechenbarkeiten, das muss ja dann aufgehen. Also ein allgemeines Allokationsgleichgewicht, das muss ja irgendwie auch berechenbar sein. Und das ist Metaphysik. Das ist eine ganz spezifische Form von Metaphysik in der nachkantianischen Version. Und warum Metaphysik? Weil es sozusagen glaubt, dass es mehr ist als nur eine Beschreibung, eine Art, eine Redeweise. Man hat sich sozusagen auf eine glaubhafte Redeweise geeinigt und denkt, das ist etwas, was sozusagen unabhängig vom Geist, also von der eigenen Interpretation, existiert. Dabei ist es aber eine bestimmte Interpretation dessen, was existiert. Beziehungsweise, dass das existiert, ist eine bestimmte Interpretation, also diese Struktur des Gegebenen, des Ökonomischen, immer schon, auch ahistorisch. Das ist eine Interpretation. Das heißt, wir müssen im Grunde nochmal darüber reflektieren, welche Art von Background-Philosophy hier läuft. Und das letzte ist es denn doch eine kleine Neugier, eine ganz bestimmte Interpretationswelt. Und das ist sozusagen, das kann man natürlich philosophisch dekodieren. Aber Sie selber sind noch im Glauben, jetzt was ganz Neues zu entdecken, das Gesetzeshafte des Ökonomischen. Und das ist natürlich, und das macht Sie auch so sicher. Und wenn dann noch gerechnet wird, dann kann man sagen, guck mal hier, es geht doch auf, die Gleichung geht doch auf. Da denken Sie, das ist der Beweis. Celia, du hast das letzte Wort. Also was ich hier nochmal, wie gesagt, von der Schichtung, von der Frame-Semantik gekommen ist, halt dieser motivationale Kontext ist unter dem Inhaltlichen noch. Also erst wenn ich diese Entscheidung treffe, ich möchte so ein Wissenschaftler sein, dann kommt, und das ist genau das auch, was man zeigen kann in diesem inhaltlichen Frame, als erste Entscheidung nur das Gesetzhafte. Das was eine Identität hat. Das, was, ne, das ist also jetzt wie aus den anderen Wissenschaften genommen. Und dann interessant, dass es sich bei Walras vor allen Dingen, aber auch bei allen anderen sagen, was ist denn das in dem Sozialen, was das Nicht-Gesetzhafte, das Wandelbare macht, der freie Wille. Und deswegen schließt man den freien Willen aus der Sozialwissenschaft, der politischen Ökonomie aus, weil er dasjenige ist, was den Wandel sozusagen schafft. Ja, und dann geht man eben auf dieses Nur, also und dann auf Gesetze und Ähnliches. Was ich nochmal für unsere Fragen auch hier an der Hochschule sagen, ich kann an diesen Inhaltlichen nicht wirklich was ändern, wenn ich nicht die Motivation, warum mache ich Wissenschaft, also die Ursprungsfrage sozusagen mitkläre, auch in der Bildung. Ja, also wenn ich frage, warum möchte ich Wissenschaftler werden,
wenn ich mich für einen bestimmten wissenschaftlichen Ethos entschieden habe, das ist ein Ethos, ja, dann werde ich auch diese anderen Konsequenzen mitgehen. Deshalb meine ich, nur an der inhaltlichen Ebene was zu ändern, oder zumindest aus fremsomanischer Sicht müsste man eine weitere Tiefenschicht noch mitnehmen, um daran überhaupt, also die Bereitschaft zu haben, an veränderlichen, an Willensphänomenen und so weiter zu arbeiten, weil ich dafür auch eben ganz andere Kriterien brauche. Ja, und wenn ich auf Richtigkeit, wenn ich auf Sicherheit gehe, wenn ich von meinem eigenen Menschsein so viel wie möglich entblößen will und so weiter, dann werde ich auch nicht in diese Welt der wandelbaren Phänomene irgendwie kommen. Also ich würde das genau bestätigen, aber was mir hier das Ziel war, war noch eine sozusagen eine Tiefenschicht darunter zumindest erstmal anzusprechen. Ja, vielen Dank für die Einleitung machen, was du jetzt gesagt hast. Das gibt es als Paper in der Working Paper-Reihe. Das Ding heißt die Selbstwahrnehmung der Wirtschaft. Da gehe ich systematisch nach, wie über die Bevölkerungstheorie und über Wahrscheinlichkeitstheorie sich so eine Objektivierung von freiem Willen langsam herausbildet, wie das auch unterdosiert wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Gegner all dieser Wissenschaften, die sie ja irgendwie mal genannt hat, ist der Karl Marx. Und was hat er von der Ontologie? Genau dieselbe. Ja. Die von den Naturgesetzen in der Wirtschaft. Das ist der Punkt, warum es keinen Ausweg gibt. Weil der Ausweg links macht genau denselben Mist ontologisch wie der Mist. Hans, jetzt hast du das letzte Wort gehabt. Es ist seine.